Wir machten uns auf den Weg zu einem sehr unbekannten und verlassenen Bunker in Ungarn und mussten einen sehr, sehr, sehr anstrengenden und zugewachsenen Weg auf uns nehmen, um überhaupt auf dieses Gelände zu kommen, da es sich in einem aktiven Werksbereich befindet. Wir haben zuerst einmal die Lage erkundet, als wir in der Nähe waren. Und jetzt müsst ihr auf den Hintergrund achten, da hinten ist der Bunker. Der Wachmann stand auch in der Nähe und bewachte diese Bereiche des Werkes. Und entsprechend war der Zugang echt creepy. Wir haben uns dann irgendwann überlegt, wir sind ganz dreist und gehen über ein abgerissenes Areal, um dann zum Bunker zu kommen, den man im Hintergrund sieht. Und zapp, zarab, waren wir drin. Hier zu sehen, OP-Tische, dann der Treppenaufgang und die alten Kabel. Wir sind weitergegangen, hier das ganze medizinische Besteck und Medikamente und Schmerzmittel, dann der OP-Stuhl, diverses Zubehör, ein Lüfter. Selten sowas gesehen in den ganzen Jahren, ganz im Ernst. Das ist wirklich creepy und mega geil gewesen. Hier eine alte Lampe, hier der alte Medizinschrank, hier alte Luftfilter, die früher noch mit Asbest befüllt waren, hier alte Gummistiefel. Und hier, wer hat schon mal so viele Schraubfilter gesehen auf einem Haufen, unberührt, seit 45. Dann hier die alten Betten, die Krankenbetten. Alles hinterlassen, wie sie damals war. Es waren mehrere Räume auf mehreren Etagen für diese Bereiche mit Betten. Dann hier nochmal ein Filter. Auch nochmal ein paar Betten. Es war wirklich der Wahnsinn. Selten so viel auf einmal gesehen. Hier sehen wir nochmal den OP-Raum von der anderen Seite.